Hallöchen, liebe Pflanzenfreunde, und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Pascal und wo ist die Zeit hin? 2 Monate sind wieder vergangen, es wird Zeit für ein Pflanzenupdate und es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Für alle, die mich auf Instagram abonniert haben, die wissen es schon, ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt. Dazu kommen wir aber später, aber ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, aber darauf möchte ich erst später zurückkommen. Ich habe einiges Neues und auch einiges, wo sich auch etwas getan hat. Zuallererst möchte ich eigentlich mit einer Pflanze starten, die schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste stand. Und eine nette Zuschauerin hat mir geschrieben, so, hey, ich wohne bei dir ganz in der Nähe, ich habe einen Ableger davon, willst du die haben? Und ich denke so, ja, das ist einer meiner Wunschpflanzen, woher wusstest du das? Und da haben wir uns kurzerhand getroffen und es ist hier diese, man erkennt es, es ist keine Pastazahnung, es ist eine Philodendron McDowell. Die McDowell ist ja eine Kreuzung aus dem Philodendron, aus der Philodendron Pastazahnum. Und tut mir leid, dass ich es jetzt nicht drauf habe. Ich hätte vielleicht vorher googeln sollen, aber ich bin der Meinung, dass es tatsächlich. Was ist denn? Ist es die Pastazahnum und die Gloriosum? Ist das die Kreuzung? Ich bin mir gerade total unsicher. Aber sie hat nämlich mir auch Fotos geschickt von ihrer Muttipflanze und sie meinte, sie hat die gerade mal ein halbes Jahr und sie hat schon 3 Ableger geschickt, weil die wächst und wächst und wächst. Und lustigerweise, ja, bei mir wächst hier auch was. Es ist leider so ein bisschen auch kaputt gegangen. Das hatte sie aber schon vorher. Sie hatte so einen kleinen Cinderella-Schuh hier vorne. Ich weiß gar nicht, erkennt ihr das? Nicht so schlimm. Ne? Das nächste Blatt wird wieder perfekt. Und ich bin einfach total froh, dass ich jetzt einer meiner Wunschpflanzen tatsächlich hier in den Händen halte. Weil die McDowell, könnt ihr ja gerne mal nachschauen, die bekommt wirklich riesige Blätter. Und mit riesig meine ich wirklich riesig. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Sie steht bei mir tatsächlich hier auch vor den Vitrinen. Ja, und nicht so wie die anderen irgendwie im Gewächshaus, im Growtent. Also. Vielleicht wundert ihr euch, dass hier in der Ecke nicht mehr meine große Philodendron Splendid steht. Das hat einfach den Grund, dass sie leider zu ausladend wurde. Also die Blätter waren wunderschön, keine Frage. Aber leider hat die solche riesigen Stiele bekommen, dass sie einfach wie so irgendwie in der Gegend rumhing. Und ich bin auch ständig gegengekommen. Deswegen habe ich jetzt diesen Sessel, den irgendwie jeder hat, der damals was Besonderes sein wollte, aber überhaupt nicht ist, dieser Sessel hat einfach jeder, habe ich wieder davor gezogen und ich habe mein Splendid zerschnitten. Und so sieht das Ganze aus. Ihr seht, wie toll diese Blätter aussehen. Ich habe tatsächlich noch 2 weitere Ableger, einmal den Kopfsteckling und ja, auch noch ein Stammsteckling. Die habe ich aber beide im Moos, deswegen das ist jetzt das Experiment, weil ich hatte die tatsächlich vorher nicht und ich will schauen, welche Variante einfach besser bewurzelt. Und obwohl die gerade mal eine Woche hier im Wasserglas ist, kann ich schon sehen, dass hier dort so weiße Ablagerungen sind. Hier. Und da werden dann wahrscheinlich die neuen Wurzeln rauskommen. Also bis jetzt super. Die werde ich auf jeden Fall mit zur Botanika nehmen, weil ich habe dafür, ich habe den Kopfsteckling behalte ich ja, habe ich auch schon gesagt. Ich habe dafür tatsächlich keine Verwendung, die steht aktuell bei mir hier auf der rechten Vitrine ganz oben. Ja, sie musste weichen. Sie musste weichen, weil die Pflanze, die ich als nächstes zeige, brauchte einen ganz besonderen Platz. Der Sessel stand vorher dort in der Ecke. Jetzt in dieser Ecke steht ein Monstrum. Man könnte schon fast sagen, eine Monstera. Oh Gott, die ist so schwer. Ja, ich war eines. Ich muss es abstellen, sorry, es ist so schwer. Ich war beim Holländer Pflanzencenter, wieder einmal, und sie hatten einen Tag zuvor eine große neue Raritätenlieferung bekommen. Und da war unter anderem auch eine Thai Constellation für 99 Euro dabei und ich kam schon ins Schwitzen. Ich habe ja schon eine, aber die ist tatsächlich noch total klein. So klein, dass sie in meine Vitrine reinpasst. Und jeder, der eine Thai Constellation hat, der weiß, dass die sehr schnell sehr, sehr groß wird. Und ja, die günstigen waren ausverkauft und deswegen musste ich die Energiepauschale irgendwie auf den Kopf kloppen. Also ich sag jetzt, ich mache jetzt Spaß, ich musste natürlich nicht, aber ich habe bei der Energiepauschale da genutzt und ich habe dieses riesige Schätzchen gekauft. Das Interessante ist ja auch, was ich auch immer so lustig finde, natürlich wollte ich auch einen schicken Übertopf für die haben.
Aber die Übertöpfe, gerade in der Größe, sind ja so enorm teuer. Da kann ich mir ja schon fast wieder eine neue Pflanze kaufen. Und ich zeige euch mal einen Lifehack. Und zwar, diese Ikea-Mülleimer, kosten tatsächlich, glaube ich, 1 oder 2 Euro. Und ich habe einen Lötkolben. Das funktioniert aber auch ganz gut mit einem Akkuschrauber. Ich mag aber, das Akkuschrauber ist total laut und ist total dreckig. Deswegen nehme ich immer meinen Lötkolben. Und das habe ich schon so bei manchen anderen Tupperdosen auch gemacht. Ich habe dort, mal gucken, Löcher reingelötet. Na, seht ihr das? Und so kann das Wasser total easy abfließen. Ich habe dann darunter eine Tupperschale, weil Thema Nachhaltigkeit. Ich benutze immer irgendwelche Sachen als Joghurtbecher oder irgendwas, was man da runterstellen kann, weil soll ja schließlich den Zweck erfüllen, dass das Wasser aufgefangen wird, damit ich später bestücken kann. Und ich habe die natürlich gleich, nachdem ich sie bekommen habe, umgetopft und deswegen auch hier in diesen Mülleimer getopft mit einem Rangstab. Ich hoffe, dass ich sie zum Rang bekomme, denn die Thai Constellation ist eigentlich eine kriechende Variante. Ich habe auch auf Instagram gesehen, dass es auch einigen Leuten gelungen ist, die eben an einen Rangstab hochwachsen zu lassen. Das probiere ich ganz einfach aus. Und ja, jetzt steht sie bei mir quasi dort hinten in der Ecke mit ein, zwei anderen Pflanzen noch zusammen. Darüber habe ich ein Growlight. Und ja, bis jetzt scheint es der ganz gut zu gefallen. Also ich habe noch keine braunen Stellen gesehen. Ich habe mir damit quasi einen kleinen Traum erfüllt. Machen wir weiter. Und zwar habe ich mir auch noch einen weiteren Traum erfüllt. Stand ja auch schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste, war mir bloß immer zu teuer. Und zwar die Philodendron Hynami. Und das ist eine erstmal unscheinbare Pflanze. Aber wenn diese ein neues Blatt bekommt, dann sind die Stiele tiefrot, also so Bordeaux-rot. Seht ihr das? Und die Blätter sind dieses wunderschöne Altrosa. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig rüberkommt, aber wirklich wunderschön. Und die Vorderseite, die man ja normalerweise nur sieht, wird von diesem leichten Hellgrün zu einem richtig, richtig Dunkelgrün. Wunderschön. Gehört ebenso zu den kriechenden Philodendron, deswegen habe ich sie etwas weiter nach hinten positioniert, damit sie ein bisschen Platz hat zum Kriechen. Ich sehe gerade, ist mir jetzt nicht ganz so gelungen, aber ja. Die habe ich auch, um ehrlich zu sein, vergessen. Also, ja, bekam ich UPS-Meldung, Paket ist unterwegs. Okay. Und weil jetzt habe ich quasi mir 2 Traumpflanzen gegönnt. Das muss ich immer irgendwie erklären, so Helm. Naja, es ist, was es ist. Und ich kann die jetzt auch nicht mehr zurückgeben. Ist halt so, muss ich sie behalten. Womit machen wir weiter? Ich sehe was. Ich habe ja beim Tag der offenen Tür bei Aquagenera eine Kreuzung gekauft, eine Anthurium Luxuriance X Regal, und sie hat bei mir tatsächlich schon ein Blatt bekommen. Das ist dieses hier, was tatsächlich gar nicht so viel größer im Vergleich zum vorherigen Blatt ist, aber, und es erstaunt mich, wie schnell das jetzt ging. Ich gucke mal gleich in meine Galerie, ob ich irgendwo finde, wann ich sie gekauft habe. In der Zeit hat sie tatsächlich jetzt diese 2 Blätter bekommen, einmal dieses und einmal dieses wirklich, wirklich große Blatt. Es ist echt wunderschön und seht ihr diesen herrlichen Schimmer? Ich krieg nicht genug. Und auch vor allem, wie groß das Blatt ist. Das hat jetzt vor einer Woche ist das gerade hat sich entfaltet und ich kann mir kaum vorstellen, wie groß dieses Blatt noch werden wird. Ich habe auch langsam echt Angst und Probleme, denn sie stößt fast oben an das Growlicht an. Das heißt, die Pflanze könnte sich tatsächlich leicht verbrennen, da muss ich mir unbedingt noch was einfallen. Aber einfach enorm und ich finde sie wunderschön. Wenn es nur eine Pflanze geben würde, das kann ich nicht sagen. Wenn es nur eine Pflanze geben würde, die ich in meinem Leben hätte, ich könnte, wäre es die Pflanze? Nein, wäre es sie. Wäre es nicht. Ich könnte mich jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Kommen wir nun zur letzten Pflanze, die ich noch gar nicht so oft gezeigt habe. Denn bei der letzten Botanica im Frühjahr habe ich mir, weil ich dachte, es wäre eine Anthurium Dorayaki gekauft. Die Dorayaki, dachte ich, wäre die OG, also die originale Silver Blush. Ihr seht ja jetzt mittlerweile, könnt ihr immer Silver Blush kaufen.
kaufen. Das ist einfach nur eine Kristallinung mit sehr, sehr viel Silberanteil. Und ich dachte immer, dass die Dorayaki die originale ist und nicht irgendwie eine billige Kreuzung. Das stimmt gar nicht. Die Dorayaki ist tatsächlich auch nur ein Hybrid. Und ja, bevor ich lange quatsche, zeige ich die einmal, denn dieses Blatt ist einfach nur phänomenal. Hier, das ist das vorherige Blatt. Es ist einfach Ultrasilber, also dieses Blatt hat fast gar kein Grün. Und das hier ist das neue Blatt. Finde ich sehr toll, wie diese Maserung ist, also wie diese Pflanze, dieses Silber verläuft. Wunderschön. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt oder auch nicht, ich weiß ja nicht, in welchem Topf ich die hier habe. Ich habe ja seit kurzem einen 3D-Drucker und ich bin ja mit der Vitrine ein bisschen am Verzweifeln, weil wenn ich jetzt eine Ebene reinsetze, also ich habe ja eine Ebene, dann kann ich da eben nur die Pflanzen aufstellen. So, jetzt habe ich aber das Problem, dass mir der Platz ausgeht. Und da habe ich überlegt, da muss es doch eine Möglichkeit geben, irgendwelche Töpfe zu haben, die man an diese Holzplatten, die Skardis-Platten, irgendwie ranheften kann. Hab nichts gefunden, die von Ikea, diese kleinen Stifthalterbecher bringen jetzt auch nichts. Und deswegen habe ich mich ganz einfach an den Computer gesetzt und diesen Topf designt. Habe ich hier diese Haken rangemacht, hier. Und die kann ich jetzt quasi einfach reinhängen in die Skardis-Platte. Ich habe auch, seht ihr das, hier schon weitere Töpfe. Ich habe eine kleine Auswahl designt, war ja auch super easy. Ich meine, man muss ja nur groß oder kleiner ziehen. Ich habe auch Zylinder designt, also runde Designs, für ein bisschen mehr Abwechslung. Aber ich bin noch nicht bereit, dass ich sage, das ist das finale Design. Deswegen habe ich noch gar nicht darüber so richtig erzählt. Und ja, aber das ist quasi hier meine Testanturium. Ich habe hier unten ein Gitter. Hier, das habe ich separat gedruckt, sodass, wenn ich sie gieße, dass das Wasser hier unten wieder rauskommt. Jetzt habe ich bloß eben ein Problem. Wohin geht das Wasser? Ich stelle mittlerweile, also ich nehme die ab, dann gieße ich sie und hänge sie wieder rein. Das soll ja nicht der Sinn sein. Der Sinn war tatsächlich einfach, dass ich sie reinstelle und von oben gieße und unten wird es irgendwie aufgefangen. Ich habe auch einen Wasserbehälter designt, gedruckt. Das Problem ist einfach nur, dass die, dass das so dünn ist, weil ich will ja auch nicht so viel Material verbrauchen, dass da Wasser durchkommt. Dann habe ich mir Epoxidharz bestellt, das ist dieses Kunstharz, und habe diesen Wasserbehälter mit eingepinselt, da kommt kein Wasser mehr durch, aber er ist einfach zu klein. Und die Platten sind auch einfach zu klein, sodass der Topf sowie das Wasserbehältnis da unten eben reinpasst. Und ja, so viel will ich eigentlich gar nicht dazu erzählen, weil ihr werdet es früher oder später schon sehen. Ja, ich wollte euch eigentlich nur die Pflanze zeigen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt durch jede Pflanze. Also Highlight dieses Updates war natürlich die Monstera Constellation, natürlich. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und gibt's noch irgendwas zu sagen? Nein, ich glaube nicht. Deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.